So, und dann wollen wir uns als nächstes dann mit den mit Algorithmen für die Konstruktion von Entscheidungsbäumen auseinandersetzen, die konkret eingesetzt werden können. Wir haben bis jetzt in den Basics zu Entscheidungsbäumen nur ein Template für einen Algorithmus gesehen und dieses Template dann, oder einen wichtigen Aspekt dieses Templates bezüglich der Unreinheitsfunktion konkretisiert. Wir haben jetzt also eine Funktion gegeben, die uns dabei hilft, Entscheidungen zu treffen bezüglich welcher Splittings wir zulassen. Und wir haben ein allgemeines Algorithmen-Template, aber wir haben noch keine Algorithmen gesehen und was die Eigenschaften dieser Algorithmen tatsächlich sind. Zwei möchte ich Ihnen zeigen heute. Das ist einerseits der ID3-Algorithmus und der CART-Algorithmus. Beim ID3-Algorithmus haben wir das bekannte Klassifikationssetting. Wir haben mit X eine Multimenge von Feature-Vektoren, eine beliebige Menge von Klassen, müssen nicht nur zwei sein in diesem Fall, und eine Menge von Beispielen, bei denen einzelne Beispiele Klassen zugeordnet sind. Und die Aufgabe ist es, mit Hilfe eines Entscheidungsbaums die Beispiele zu finden. Hier gibt es nun zwei Charakteristiken, die es zu berücksichtigen sind, die den ID3-Algorithmus auszeichnen oder auch einschränken in gewisser Hinsicht. Das erste Charakteristikum ist, dass wir immer davon ausgehen, dass wir nominelle Features haben und dass die Splittings, die wir betrachten, immer sämtliche verschiedenen Feature-Ausprägungen berücksichtigen. Das heißt, wir teilen, wenn wir ein bestimmtes Feature A heranziehen, die Beispieldaten auf jeden Fall in m verschiedene Klassen, wenn es m verschiedene Feature-Ausprägungen gibt. Das Kriterium, das wir herangezogen wird, um uns für eins der möglichen alternativen Splittings zu entscheiden, ist der Information Gain. Der Algorithmus jetzt hier einmal hochsprachlich erklärt und später auf der Folgefolie noch am Pseudocode. Eingabe, die Signatur haben wir jetzt hier mal ausgespart aus Platzgründen. Eingabe ist eine Menge von Beispielen und eine Menge von Features, die man noch betrachten kann. Es wird ein Knoten T erzeugt. Dem Knoten wird ganz analog zum Template ein Label zugewiesen, das die häufigste Klasse in der Beispielmenge ist. Und wenn wir schon eine reine Situation vorliegen haben, dann können wir den Knoten einfach zurückgeben. Umgekehrt, wenn es keine Features mehr gibt, die wir noch betrachten können, dann können wir den Knoten auch zurückgeben. Das sehen wir aber gleich noch bei einem rekursiven Aufruf. Wenn 3 und 4 nicht zutreffen, dann wählen wir das diskriminativste Feature aus. Das heißt, unter allen Features, die hier noch in der Menge übrig sind, wählen wir dasjenige A Stern aus, das das beste Splitting erzeugt bezüglich des Information Gains. Und dieses Feature wird dem Knoten T zugewiesen. Anschließend erzeugen wir die Splittings und fügen entsprechend der verschiedenen Feature-Ausprägungen, die A Stern hat, neue Kindknoten hinzu und weisen denen dann jeweils die Teilmenge der Beispiele, die zu diesem Feature-Ausprägung gehört, zu und rufen zuletzt den Algorithmus rekursiv auf, um den so entstehenden Unterbaum dann rekursiv einzufügen in den Ausgangsaufruf. Aus der Feature-Menge wird das gewählte Feature entfernt. Das heißt, bei den rekursiven Aufrufen stehen uns dann nur noch die Features zur Verfügung, die noch nicht herangezogen wurden, um den Entscheidungsbaum zu bauen. Sollte eine Situation, ein Randfall eintreten, bei dem für eine bestimmte Feature-Ausprägung A hier keine Beispiele mehr vorliegen, dann müssen wir uns irgendwie entscheiden, was da jetzt die Entscheidung sein soll. Und eine Möglichkeit, hier eine Entscheidung zu treffen, ist zu sagen, man nimmt einfach die häufigste in D noch vorkommende Klasse. Das heißt, wir schauen uns nicht natürlich die Teilmenge an, die ist ja leer, sondern wir schauen uns die Ursprungsmenge an, mit der der Algorithmus aufgerufen wurde, und wählen einfach das Label, das auch schon dem Knoten zugewiesen wurde, und geben das halt zurück. Das ist eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch noch ein Klassenlabel wie weiß nicht einführen oder sowas in der Richtung. Das ist dann letztendlich denjenigen, die das implementieren, überlassen. Das hochsprachlich und dann ist hier nochmal analog im Pseudocode.
Wir erzeugen den Knoten, wir labeln den Knoten mit Hilfe der häufigst vorkommenden Klasse. Dann stellen wir fest, ob Reinheit vorliegt bezüglich der eingegebenen Beispiele. Wenn ja, dann wird einfach der Knoten zurückgegeben. Anschließend nehmen wir die Information Gain Methode, die wir vorher gesehen haben. Das heißt, hier die Unreinheitsfunktion, die entropiebasierte Unreinheitsfunktion, um dasjenige Features auszuwählen, das die stärkste Unreinheitsreduktion verspricht. Und anschließend gehen wir dann sämtliche Feature-Ausprägungen des gewählten Features durch, erzeugen die Teilmenge und wenn die Teilmenge nicht leer ist, wird rekursiv der Algorithmus noch einmal aufgerufen. Wenn sie leer ist, sehen wir hier das kanonische Vorgehen, das wir gerade diskutiert haben. Schauen wir uns das Vorgehen des Algorithmus nochmal in einem ganz einfachen Beispiel an. Hier nochmal das Pilzbeispiel. Wir haben 5 Pilze in unseren Daten gegeben, die bezüglich dreier Features, Farbe, Größe und ob Punkte drauf sind, repräsentiert wurden. Und nachdem jemand eine Einschätzung gegeben hat, ob der jeweilige Pilz toxisch oder essbar ist, wenn wir den ID3-Algorithmus als erstmal aufrufen, dann müssen wir die verschiedenen möglichen Splittings analysieren, das heißt die vorhandenen Features uns anschauen und messen, welches Feature denn die größte Unreinheitsreduktion verspricht. Hier jetzt mal am Beispiel des Features Farbe. Hier sehen wir aus der Beispielmenge nur diejenige Verteilung der Features bezüglich Pilzen, die entweder rot, braun oder grün sind. Das sind die drei Ausprägungen, die wir in der Beispielmenge kennen. Und ob sie toxisch oder essbar sind. Die Größen der jeweiligen Splits, die sich aus den Features hier ergeben, sind hier abgetragen. Und damit können wir die Maximum Likelihood Probabilities des Vorkommens von Pilzen, die rot sind, von Pilzen, die braun sind oder von Pilzen, die grün sind, messen. Ist natürlich hier aufgrund des kleinen Beispiels nicht realistisch, aber hier einfach nur der Anschaulichkeit halber. Wenn wir jetzt die abhängige Entropie ausrechnen, ganz so wie es vorher gezeigt wurde, setzen wir einfach bei den Experimenten A und B bezüglich des Features Color hier die jeweiligen Ausprägungen ein. Hier dann ganz normal ausgeschrieben und in die Formeln eingesetzt. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Wir erhalten einen Wert von 0,4. Das passiert auch für die beiden anderen Features, Größe und Punkte. Und wir stellen fest, es gibt noch ein weiteres Feature, das einen Wert von 0,4 hat und bei der Größe bekommen wir einen Wert von 0,55 heraus. Für welches würden Sie sich jetzt entscheiden? Für welches Feature, um den ersten Split durchzuführen? Und warum? Es gibt nicht viele Möglichkeiten. Ja? Wahrscheinlich für die Farbe oder für die Anzahl der Punkte, weil wir wollen die Entropie ja minimieren. Und bei den kleinsten Entropien. Genau. Wir wollen die abhängige Entropie minimieren, um den Informationsgewinn zu maximieren. Nochmal, ich gehe nochmal dahin. Ich weiß nicht, ob es hier noch zu sehen ist. Nein, da muss ich nochmal in den anderen Folien rein, nur um es nochmal zu zeigen. So, genau, da sind wir. Die Entropie der Klassenzuordnung ist konstant.
An der können wir nichts ändern. Die ist aus der Natur gegeben oder von den Menschen gegeben, was im Prinzip fast dasselbe ist. Und um also die Differenz hier zu maximieren und damit den Informationsgewinn zu maximieren, müssen wir diesen Wert minimieren. Das heißt, wenn wir ein Feature auswählen, bei dem wir quasi nicht überrascht sind, wenn unter Auswertung dieses Experiments hier eine bestimmte Klassenzuordnung da ist, dann haben wir sehr viel gewonnen. Und das soll genau hier repräsentiert werden im Algorithmus. Und Sie haben recht, wir haben eine Auswahl. Wir können jetzt die Farbe oder die Punkte heranziehen. In dem Beispiel hier ziehen wir einfach mal die Punkte heran und haben jetzt quasi eine neue Situation hier, einen neuen Split der Beispielmenge hier und einen weiteren Split der Beispielmenge hier, wo das Feature Punkte nicht mehr vorkommt. Auf der rechten Seite, in diesem Teilbaum, sehen wir, es gibt nur noch eine Klasse. Wir haben eine reine Situation. Das heißt, hier wird sofort ein Label zugewiesen vom ID3-Algorithmus. Es wird nicht weiter gesplittet. Hier ist das noch nicht der Fall. Da entscheiden wir uns einfach mal für die Farbe. Auf Basis natürlich der Berechnung desselben Kriteriums nochmal für die beiden verbleibenden Features, Größe und Farbe. Und jetzt haben wir noch eine Spezialsituation hier. Hier ist eine eindeutige Klassenzuordnung da. Es gibt nur noch ein Beispiel. Das heißt, das Label wird gesetzt vom ID3-Algorithmus, aber hier wissen wir dann nicht, was wir tun sollen. Und wenn Sie die Anwendung hier des Einschätzens der Essbarkeit von Pilzen heranziehen und die möglichen Kosten, die eine Falscheinschätzung mit sich bringt, dann sollte man sich hier wahrscheinlich eher für die sichere Alternative entscheiden, in dem Fall, wo man keine Beispiele hat, und einfach toxisch sagen. Zur Sicherheit den Pilz nicht essen. Die Konstruktion eines Entscheidungsbaums ist zu vergleichen mit dem Durchsuchen eines Suchraums. Es gibt, wir haben noch eine andere Vorlesung zu Materialien dazu, zur Suche, zur Exhaustive Search. Und die Art und Weise, wie wir den Entscheidungsbaum hier konstruieren, durch Auswahl desjenigen oder dasjenigen Features, das die Entropie, das die abhängige Entropie minimiert, ist eine Art Hill-Climbing oder ein gieriges Verfahren, ein Greedy-Algorithm. Das heißt, ausgehend vom Startpunkt wählen wir dasjenige Feature, das den größten Informationsgewinn oder die geringste abhängige Entropie hat. Und wir hätten auch ein anderes Feature wählen können, um dadurch einen anderen Baum zu konstruieren. Das Kriterium sagt aber, wir müssen das minimieren und demzufolge folgen wir definitiv diesem hier. Dann wählen wir noch ein Feature und das geht dann immer so weiter, bis dann irgendwelche Stopp-Kriterien erfüllt sind. Wie Sie aber sehen können, hätte man auch viele andere verschiedene Entscheidungsbäume konstruieren können. Und hier vielleicht nochmal der Vergleich von diesem Suchraum zum Version Space des Konzeptlernens. Beim Konzeptlernen war es so, dass der Hypothesenraum, das ist nicht zu verwechseln mit dem Suchraum, in dem wir uns hier befinden, dass der Hypothesenraum eingeschränkt wird auf einfache Regeln. Dieser Raum, also der Hypothesenraum des Candidate Elimination Algorithmus ist unvollständig, der wird aber vollständig durchsucht.
Beim ID3-Algorithmus ist es anders. Hier können wir jeden beliebigen Entscheidungsbaum prinzipiell konstruieren, indem wir nur in einen anderen Zweig absteigen und dort andere Features auswählen. Aber unsere Suchheuristik zwingt uns, nur einen Weg hier durchzugehen oder nur sehr wenige. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, den man sich bei der Suche vergegenwärtigen muss. Könnte ich denn prinzipiell alle möglichen Entscheidungsbäume konstruieren, wenn ich nur ein anderes Entscheidungskriterium heranziehe? Oder anders wie beim Konzeptlernen kann ich das vielleicht nicht. Und das führt uns dann wieder zum Begriff des Inductive Bias. Wir suchen also im Raum aller möglichen Entscheidungsbäume, also das heißt aller möglichen Hypothesen. Und das führt letztendlich dazu, dass, Augenblick, bin ich jetzt ein bisschen durcheinander. Also die Suche im Suchraum des, der Konstruktion des Entscheidungs, eines Entscheidungsbaums unter Verwendung des ID3-Algorithmus kann im Prinzip den Entscheidungsbaum finden, den ich suche. Er ist vorhanden, aber ob es den besten findet, das ist die Frage. Und die Geschwindigkeit, mit der der Algorithmus terminiert, basiert einzig und allein darauf, wie viele Features ich tatsächlich auswerten kann. Das heißt, das ist jetzt anders als beim CART-Algorithmus gleich. Dort könnte ich auch deutlich länger noch durch diesen Raum durchgehen. Wenn wir uns das hier nochmal vergegenwärtigen, insbesondere den zweiten Teil, ich gehe nie wieder zurück. Das heißt, wenn ich einmal diese Entscheidung getroffen habe, dann bin ich an diese Entscheidung gebunden mit dem Algorithmus. Und wenn ich feststelle, hier gibt es vielleicht einen anderen Weg, bei dem ich hier eine suboptimale Entscheidung treffen könnte, um im Endeffekt einen kleineren, besseren Baum zu erreichen, dann schaffe ich das mit dem ID3-Algorithmus nicht mehr. Es gibt kein Backtracking. Und das ist dann, wie schon gesagt, lokale Optimierung. Der Informationsgewinn wird maximiert. Dadurch entsteht Inductive Bias. Wir bevorzugen den kleinstmöglichen Baum, indem wir immer die optimale Entscheidung treffen, ohne zu berücksichtigen, dass das zu in späteren Iterationen des Algorithmus oder in der späteren Rekursion des Algorithmus zu schlechteren Entscheidungen führen kann. Und wir durch die Konstruktion des Algorithmus werden die diskriminativen Features eher in der Nähe der Wurzel angesiedelt sein, als weiter unten. Auch das ist letztendlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich hätte ja eine unvorteilhaftere Entscheidung am Anfang treffen können, um später mehr Vorteile zu erreichen. Und das sind Annahmen, die in diesem Algorithmus drinstecken und die einschränken, wie ich durch den Suchraum durchgehe. Obwohl vielleicht der bestmögliche Entscheidungsbaum vorhanden ist in einem anderen Bereich des Suchraums, kann ich ihn vielleicht gar nicht erreichen durch diese heuristische Vorgehensweise, um den Baum zu konstruieren. Demgegenüber der CART-Algorithmus, das Klassifikationssetting ist analog zu vorher mit dem einzigen Unterschied hier, dass wir keinerlei Einschränkungen bezüglich der Features mehr machen. Es muss sich nicht mehr um rein nominelle Features handeln. Und hier machen wir stattdessen eine andere Einschränkung. Wir machen nur binäre Aufteilung des Feature-Raums. Das heißt, jedes Splitting trennt die Daten in zwei Teilmengen. Auch hier können wir den Information Gain heranziehen oder auch den Gini-Index.
Wie sieht so ein binäres Splitting aus oder wie kann es aussehen, abhängig davon, was für eine Art von Feature man vorliegen hat? Wenn wir also ein Feature A haben, das den Wertebereich Domain von A hat, dann könnte ein Splitting sein, dass man einfach eine Teilmenge der Feature-Ausprägungen des Wertebereichs nimmt und schaut, ob das Beispiel darin liegt und ansonsten alle anderen Beispiele in den anderen Split verschiebt. Das bei nominellen Features, bei ordinalen Features, das heißt Features, die eine Ordnung aufweisen, aber die ich nicht numerisch miteinander vergleichen kann, könnte ich mir einfach Beispiele herausgreifen zwischen dem minimalen, mit der minimalen Feature-Ausprägung und der maximalen Feature-Ausprägung und schauen, dass die Beispiele daraufhin getrennt werden. Das heißt, wenn Sie eine Ordnung haben von 3 oder 4, dann nehmen Sie einfach zum Beispiel eins in der Mitte oder auch abhängig davon, wie die Beispiele sich über die Ordnung verteilen. Bei numerischen Features wählt man zwei Beispiele, die konsekutiv sind, deren Feature-Ausprägungen konsekutiv sind und wählt einfach den Mittelwert dazwischen, um möglichst gut zwischen den Beispielen zu trennen. Es gibt keinen Grund, einen Wert zu wählen, der nicht genau in der Mitte zwischen zwei vorhandenen Beispielausprägungen eines Features liegt, denn wir wissen ja nicht, wie die Beispiele in der Realität sich zwischen diesen beiden Feature-Ausprägungen dann tatsächlich verteilen. Das heißt, die sichere Entscheidung ist, einfach in die Mitte zu gehen. Der ID3-Algorithmus wird dann einfach angepasst. Wir erzeugen zunächst auf Basis dieser drei Möglichkeiten hier so viele Splittings, wie wir wollen. Ja, wir können alle erzeugen, gegeben, dass es keine kombinatorische Explosion gibt, auf Basis des Umfangs der Beispielmenge, aber wahrscheinlich wird es eine zufällige Auswahl sein der möglichen Splittings. Oder eine datengetriebene Auswahl der möglichen Splittings, wie gerade gesagt, je nachdem, wie die Verteilung ist. Das heißt, wir generieren eine solche Menge von Splittings, dann schätzen wir sie gemäß der bekannten Unreinheitsreduktion ein und rufen dann den CART-Algorithmus bezüglich des binären Splittings für den linken Teilbaum und den rechten Teilbaum auf. Das sehen wir jetzt dann hier auch nochmal illustriert an einem Baum. Das ist der konstruierte Entscheidungsbaum, so wie wir ihn vorher auch schon mal analog gesehen haben. Das induzierte Splitting der Beispieldaten daraus. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir zwei Features haben, die numerisch sind, dann könnten das die Beispiele sein. Dann ist das das Feature-Set, Multimenge der Feature-Vektoren, das unsere Menge der Beispiele. Und jetzt kann man hier analog zu dem Splitting, das hier erzeugt wurde, sehen, wie gesplittet wurde. Zuerst wurde dieser Split durchgeführt, der im Prinzip den Raum hier oder die Beispiele in zwei parallel zum Feature X2 teilt. Das heißt, wir haben uns beim Feature X1 dafür entschieden, dass das hier der Threshold ist, der den linken Teilbaum im Entscheidungsbaum oder den linken Split vom rechten Split unterscheidet. Dasselbe dann im zweiten Schritt hier für dieses Feature hier und im dritten für jenes und dann nochmal auf der untersten Ebene. Was herauskommt, sind Splittings des Feature-Raums, so wie hier zu sehen. Und diese Splittings sind üblicherweise dann rechteckig und parallel zu den Achsen der jeweiligen Features. Natürlich auch im Hochdimensionalen. Damit sind wir am Ende der Algorithmen zur Konstruktion von Entscheidungsbäumen. Es gibt natürlich noch viel mehr. Das sind jetzt zwei einfache gewesen, der Anschaulichkeit halber. Wir haben einen
sehr eingeschränkten Algorithmus, der mit nominellen Features klarkommt, und einen etwas verallgemeinerbaren Algorithmus. Der CART-Algorithmus, der durchsucht den Suchraum der möglichen Entscheidungsbäume bedeutend umfangreicher, hat die Chance, andere Bereiche zu erreichen, obwohl dieselbe Entscheidungsheuristik bezüglich der verschiedenen Richtungen, in die man gehen kann, wird. Das wird dadurch erzeugt, dass man deutlich variabler ist in der Erzeugung der Splittings.